Ich möchte über die Dreigliederung des Geldes sprechen, aber unter einer ganz spezifischen Perspektive. Ich werde zwar am Ende ein bisschen in die Volkswirtschaftslehre einsteigen, aber ich möchte zu Beginn gerne eine menschenkundliche Einführung geben und möchte da von einem Rudolf Steiner Zitat ausgehen von 1917, was mir vor einiger Zeit bekannt geworden ist und was ich sehr treffend fand, vor allen Dingen, weil ich als Volkswirt und Anthroposoph eine doppelte Schwierigkeit habe, weil der nationalökonomische Kurs, den Rudolf Steiner 1922 gehalten hat, der hat einen stark menschenkundlichen Hintergrund und einen methodischen Ansatz, der jeglichem normalen Volkswirt vollkommen fremd ist. Das heißt, wenn man da mit Menschen spricht, erntet man Stirnrunzeln. Wenn man aber mit Anthroposophen spricht, ist meine Haupterfahrung die, dass sehr wenig Menschen eine wirklich volkswirtschaftliche Bildung haben. Also man kann über Anthroposophie sprechen, aber schwer über Volkswirtschaft. Und das beides zu verbinden, ist eine große Herausforderung. Und ich möchte kurz jetzt dieses Zitat mal vorlesen. Da sagt Steiner 1917, also da hat er gerade von Seelenrätseln geschrieben. Da sagt er eben, billig ist es heute noch zu sagen, wie kommt es, dass diejenigen, die im richtigen Sinne von diesen Dingen wissen, sie nicht anwenden? Man wird sich zukünftig schon überzeugen, was es mit dieser Anwendung für ein Bewandtnis hat. Und welche hindernden Kräfte noch am Werke sind, um zum Beispiel in ausgiebigem Maße eine spiritualisierte Medizin zu begründen oder eine spiritualisierte Volkswirtschaft. Also spiritualisierte Medizin und spiritualisierte Volkswirtschaft. Diese beiden Dinge bringt er hier zusammen. Und das ist wichtig. Und das möchte ich auch heute begründen, warum das wichtig ist. Aber er führt das dann noch weiter. Er sagt nämlich, heute kann nicht mehr geleistet werden, als dass von diesen Dingen geredet wird, bis die Menschen sie genügend verstanden haben werden. Jene Menschen, die geneigt sind, sie in selbstlosem Sinne aufzunehmen. Das glauben heute viele schon, dass sie das können. Allein das zu können, verhindern eben heute noch viele Lebensfaktoren, die nur in der richtigen Weise überwunden werden können, wenn zunächst ein immer tieferes und tieferes Verständnis Platz greift und wenn gerade verzichtet wird, eine Zeit lang wenigstens, auf die unmittelbar praktische Anwendung im größeren Maße. Also, er spricht hier davon, dass eigentlich eine primäre Aufgabe ist, erstmal in ganz selbstloser Weise diese Dinge, die er da entwickelt, die er auch dann in den nächsten 6 Jahren weiterentwickelt hat, mit ganz selbstloser Weise aufzunehmen. Und nicht gleich danach zu drängen, sie in die Praxis zu bringen. Dann könnte man sagen, ja, 1919 hat er selber ganz stark versucht, sie in die Praxis zu bringen. Aber 1922 ist schon deutlich da, wo er den nationalökonomischen Kurs hält, dass das wie eine Art Vermächtnis ist. Also er legt den wenigen Menschen, es sind glaube ich, 20 Menschen in diesem nationalökonomischen Kurs, denen legt er diese Gedanken wie ein Vermächtnis, also dass sie fortgebildet werden von diesen. Vielleicht kann man sagen in die Wiege. Ich möchte nämlich dazu auch ein Bild nachher entwickeln. Aber was sind denn die hemmenden Kräfte? Und um ein bisschen diese hemmenden Kräfte zu charakterisieren, möchte ich jetzt Ihnen eine Abbildung zeigen. Ich habe hier eine Grafik aus dem Ende des 19. Jahrhunderts von einem Künstler, die heißt Die Anbetung des Gottes Mammon. Und mir schien diese
Grafik sehr passend für unser Thema. Also wir haben hier eine Gestalt mit einem Greifkopf und der hält einem Menschen, der diese Gestalt anbetet, Geldmünzen vor. Es gibt auch noch andere Gestaltungen aus dieser Zeit, zum Beispiel diese hier. Da haben wir nicht so sehr einen Greifkopf, sondern mehr so einen stoffwechselbetonten, feisten Menschen mit Geldsäcken. Im Hintergrund eine Todesgestalt und auch die Jünglinge, die er da unten so am Schoß hält, die machen nicht mehr einen besonders lebendigen Eindruck. Dieser Mammon regiert heute die Welt. Und mit diesem Mammon sind wirklich geistige Realitäten verbunden, die nicht so ohne weiteres zu überwinden sind. Und dennoch entwickelt Rudolf Steiner 1922 eine sehr differenzierte Geldlehre. Aber diese Geldlehre basiert auf einer grundlegenden menschenkundlichen Anschauung. Und die möchte ich jetzt ein bisschen charakterisieren zunächst, um zu zeigen, wie man von diesen Grundanschauungen hinkommt zu einem Verständnis dessen, was Rudolf Steiner damals im nationalökonomischen Kurs entwickelt hat. Und ich nehme dazu gerne ein Bild, das ist ein Ausschnitt aus dem Vitruvianischen Menschen von Leonardo. Ich habe da den herausgenommen, der hat ja diese Doppelgestalt im Kreis und Viereck, aber ich habe jetzt erstmal nur den Menschen selber von Leonardo gezeichnet, der herausgenommen, weil ich finde, der passt hier sehr gut, um die Polarität des Menschen zu charakterisieren. Wir haben sozusagen den einen Pol, den Kopforganismus, der mit unserem Denkvermögen bestimmt wird, dagegen steht der untere Mensch, der vom Begehrungsvermögen beherrscht wird. Also das ist wie eine Polarität und dieses Begehrungsvermögen liegt im Dunkeln. Und in diesem Bereich haben wir es mit dem Stoffwechsel und dem Gliedmassensystem zu tun. Während im Kopforganismus haben wir auf der einen Seite die Sinne, und auf der anderen Seite dass die Nerven, also das Sinnesnervensystem. Das heißt, wir bekommen durch unsere Kopforganisation, in dem das Nervensinnesystem zentriert ist, ganz viele Eindrücke von der Außenwelt, wir kriegen Bilder von der Außenwelt und die können wir erinnern. Könnten wir sie nicht erinnern, könnten wir gar kein Ich-Bewusstsein aufbauen, kein irdisches Ich-Bewusstsein, denn unser irdisches Ich-Bewusstsein ist durch unsere Erinnerungen bestimmt. Das Tier kann eben nicht in dieser Weise erinnern, wie der Mensch das kann, kann nicht ein solches Spiegel-Ich-Bewusstsein ausbilden, das unsere Erinnerungen ermöglicht. Also das ist eine sehr wichtige Funktion. Das Tier hat nur Empfindungen, die in der Gegenwart an den Sinneswahrnehmungen entstehen. Aber es kann nicht das Vergangene mit dem Zukünftigen vergleichen. Wir kriegen aber zunächst die Bilder von der Außenwelt. Und das macht sich dieser hier zunutze. Also gerade in dieser Abbildung, das fand ich so interessant, wird dem Mensch ja gewissermaßen ein Bild des Geldes, etwas, was er anstreben kann, vor die Nase gehalten. Und auf dieses Bild und auf alle möglichen Bilder, das weiß man ja auch in der Werbebranche, reagiert unser Begehren. Also würden wir nur aus Nervensinnesystem und Stoffwechsel-Gliedmaßensystem bestehen, wir könnten das gar nicht ausbremsen, dass da von unten was hochtreibt und jetzt mit diesen Bildern irgendwas machen will. Also wir werden komplett in dieser Situation auf diese Bilder, die uns sehr stark affektieren, zu reagieren. Aber Gott sei Dank haben wir ein mittleres System, ein Atmungskreislaufsystem, da wo das Herz und die Lunge ist. Und das hält eben diesen Begehrungsstrom, der von unten aufsteigt, zurück. Also dieses rhythmische System verbindet den oberen und den unteren Menschen. Und das zu verstehen ist sehr wichtig, wenn man die Anthroposophie verstehen will und wie aus einer geisteswissenschaftlichen Grundlage am Ende dann auch eine spiritualisierte Volkswirtschaft entstehen kann.
Ich habe jetzt mal anstelle des Leonardo-Bildes seinen Kollegen von damals, Raphael, eingeblendet, eine weibliche Gestalt. Jetzt sozusagen neben die männliche Gestalt, wo das Nervensinnessystem und das Stoffwechselsystem stärker in der Polarität ist, jetzt eine weibliche Gestalt von Raphael gemalt. Und hier merkt man, da ist die Mitte betont. Es ist eigentlich qualitativ das Urweibliche, das vielmehr dieser Innenraum veranlagt ist. Und man kann durchaus sagen, dass die Entwicklung der letzten Jahrtausende so verlaufen ist, dass das männliche Element im Vordergrund stand, das aber immer weiter in die Polarität hineingeführt ist und jetzt eigentlich eine weibliche Qualität, die eben diese Mitte entwickelt und in dieser Mitte das Geisteskind zur Geburt bringt. Und das muss jeder Mensch selber tun. Etwas in der Mitte zu erzeugen. Und es hat jetzt nichts damit zu tun, ob man Mann oder Frau ist, weil jeder Mensch hat beide Seiten in sich. Wir sind keine Gattungswesen, wir sind nicht durch unsere Leiblichkeit bestimmt, aber sie prägt uns ein Stück weit. Aber seelisch-geistig geht es darum, diese Region jetzt zu entwickeln, während wir in der Vergangenheit eben ganz stark die Kopfregion entwickelt haben. Und auch dieses Leonardo-Bild des vitruvianischen Menschen, also Vitruv war ein Architekt im ersten Jahrhundert vor Christi und der hatte 10 Werke über Architektur geschrieben, aber sich dann auch mit den Proportionen des Menschen befasst. Und Leonardo hat das aufgegriffen und hat daraus diese Skizze gemacht. Deswegen wird sie heute der vitruvianische Mensch genannt. Aber da merkt man, da ist ein ganz stark wissenschaftliches Interesse, ein abbildendes Interesse. Also man will das von der Äußerlichkeit erfassen. Aber diese Art, die sich dann immer weiter fortsetzt in der Entwicklung, alles äußerlich zu beschreiben und erfassen, führt auf der anderen Seite dazu, dass dieser rhythmische Bereich nicht richtig entwickelt werden kann, eher verkümmert. Und dann kriegen diese Kräfte immer stärkeren Einfluss. Während man, wenn man dieses Bild jetzt dazu stellen wird, nochmal als Gegenpol, wo diese Kraft der Mitte entwickelt wird, diese hemmenden Kräfte in uns überwunden werden. Die können nicht mehr wirksam werden. Und das ist eben ein zentraler Punkt, worauf oder Steiner hinarbeiten wollte, dass wenn man eine neue Volkswirtschaft begründen will, die spiritualisiert ist, dann muss eben auch eine andere Qualität entwickelt werden. Ich möchte jetzt einen weiteren Schritt gehen und Ihnen an einem Vortrag, mit dem ich mich in letzter Zeit stärker befasst habe von Rudolf Steiner, diese Frage weiter versuchen zu entwickeln. Wie kommt man denn daran, diese Mitte zu entwickeln? Und jetzt ist interessant, dass relativ kurz nach dem Brand des ersten Goetheanums, Rudolf Steiner hat eine ganze Reihe von Vorträgen gehalten, wie unser Denken verwandelt werden kann. Und dann hat er am 11. Februar 1923 einen Vortrag gehalten, wo man meinen könnte, den hätte er für Mediziner gehalten. Der heißt auch der unsichtbare Mensch in uns. Er wird aber heute von vielen Medizinern Kästchenvortrag genannt, weil Rudolf Steiner ja die Eigentümlichkeit hat, die Dinge immer wieder neu zu greifen und manchmal so ganz in Verstandesformen zu bringen, aber übersinnliche Elemente in ein Kästchen zu packen. Und das Interessante ist, er spricht eben da vom unsichtbaren Menschen und sagt, ja, auch dieser unsichtbare Mensch, der uns gestaltet, besteht aus einer Ich-Organisation, und da malt er ein gelbes Kästchen, einer Astralorganisation, da malt er ein rotes Kästchen, einer Ätherorganisation, da malt er dieses blaue Kästchen und einer physischen Organisation. Und im Physischen müssen die Stoffe ergriffen werden und im Irdischen muss Leiblichkeit gestaltet werden. Und er beschreibt das jetzt am Embryo. Also man kann ja sagen, Mutter und Vater stellen den Modellleib bereit, in dem das Kind in den Hüllen, die die Mutter bereitstellt, wachsen kann. Aber in dieser Eizelle entsteht ja erstmal ein vollkommenes Chaos. Und jetzt greift da etwas aus dem Übersinnlichen ein und gestaltet den Menschen. Und das ist ja ein Mysterium.
Und jetzt beschreibt Rudolf Steiner am Anfang, dass dieser unsichtbare Mensch in diesen Hüllen, die Keimzelle, den Embryo umgeben, zunächst inkarniert ist und jetzt da diesen Menschen aufbaut. Er ergreift das physisch jetzt sichtbar werdende, eben physische, den Stoff, und gestaltet daraus den sichtbaren Menschen, und er gestaltet einen irdischen Ätherleib dieses sichtbaren Menschen. Also um die Wachstumsprozesse zu bringen, braucht er das Bewegungselement, das Blut, das jetzt durch diesen Organismus strömt und diesen Organismus aufbaut. Und jetzt entsteht sozusagen immer mehr die physische Gestalt, wächst heran in diesen Hüllen und der Mensch kann geboren werden. Das sind Aufbauprozesse. Und dein Seelig-Geistiges mit der Geburt kann in dieses Wesen einziehen und darin erwachen, als irdischer, als sichtbarer Mensch. Der unsichtbare Mensch ist in den Hüllen in der Embryonalphase inkarniert und stirbt gewissermaßen mit der Geburt des Kindes. Und dann werden die Hüllen ausgestoßen. Aber er wirkt aus dem Umkreis weiterhin jetzt auf das neugeborene Kind, das sich im Laufe der Zeit entwickelt. Und zwar in verschiedener Weise. Also erst hat er beschrieben, wie eben dieser unsichtbare Mensch eingreift durch Ich-Organisation, Astralorganisation, Ätherorganisation und physische Organisation. Jetzt greift er von außen zunächst ein, nur durch die Ich-Organisation des unsichtbaren Menschen. Also er dringt gewissermaßen von außen ein in diese Organisation und es entsteht, es differenziert sich immer mehr das Nervensinnesystem. Und das ist ein Abbau-Zerstörungsprozess. Also die Sinne Nerven entstehen, Abbau und Zerstörung tritt dem Aufbau entgegen. Jetzt gibt es aber noch einen abgeschwächten Abbauprozess und der hängt mit der Atmung zusammen. Und indem wir Sauerstoff einatmen, interessanterweise bauen wir nicht dadurch unseren Leib auf, sondern wir bauen ihn ab. Das können Sie sich vielleicht klar machen, wenn die Luft 100% Sauerstoff enthalten würde und wir sie ständig einatmen, würden wir innerlich verbrennen. Zum Glück sind 79% Stickstoff. Das verhindert, dass wir innerlich beim Einatmen verbrennen. Also das ist ein abgeschwächter Abbauprozess. Und diesem abgeschwächten Abbau steht jetzt wiederum ein abgeschwächter Aufbauprozess zusammen. Und der ist der am wenigsten erkannte, auch in der physischen Wissenschaft. Die Atmung kann man noch beschreiben. Und jetzt greift der unsichtbare Mensch mit Ich, Astralorganisation und Ätherorganisation ein, während er bei der Atmung Ich und Astralorganisation verbunden sind. Also er macht es wirklich ganz systematisch. Beim abgeschwächten Abbau wirkt Abbau und Ich und Astralorganisation des unsichtbaren Menschen. Beim Pulsieren, Rhythmisieren des Blutkreislaufes wirkt jetzt noch, aber aufbauend, die Ätherorganisation des unsichtbaren Menschen mit und bewirkt eben den Kreislauf. Also wir haben da eine Polarität und merken, diese Mitte, die müssen wir mit unseren geistig-seelischen Kräften in unser Bewusstsein heben. Und die Frage ist, wie wir das machen. Und es charakterisiert ja zwei Kräfte, die ungeheuer wichtig sind auch für das Folgende. Nämlich eine Kraft, die von unten nach oben wirkt, zentrifugal. Die bringt rundende Formen hervor. Und eine Kraft, die von oben nach unten wirkt, zentripedal. Und die bringt gliedernde, spitzende Formen hervor. Also es sind qualitative Kräfte. Und aus diesen beiden Grundkräften kann man die ganze Gestaltung des Menschen verstehen. Und wir müssen diese Kräfte auch verstehen lernen, wie sie im sozialen Leben wirken. Sie wirken eben nicht nur im Leibbildenden an unserem menschlichen Organismus, sondern wir arbeiten mit diesen Kräften auch im sozialen Leben. Ich will das jetzt nochmal an diesem anderen Bild versuchen zu erläutern. Also dieser untere Bereich, der liegt ja im Schlafbewusstsein, gerade was mit dem Begehren, Wollen zu tun hat, da sind wir eigentlich nicht wach. Wach sind wir im oberen Bereich, aber im Kopfbewusstsein ist es so, dass eben dieser obere Strom und der untere Strom so zusammenkommen, dass sie sich wie gegeneinander aufheben, ablähmen. Und wir kriegen die Bilder dadurch, aber wir haben die Möglichkeit des abbildenden Denkens dadurch gegeben.
Und jetzt müssen wir lernen, diesen unteren Strom gewissermaßen wie herauszunehmen, also erstmal von der Sinnenwelt abzulösen und da mit dieser Kraft eigenständig, ja, wie plastizieren zu arbeiten. Steiner spricht an bestimmten Stellen dann vom plastizierenden Denken. Also ein plastisches Denken zu entwickeln. Und das ist zunächst subjektiv, kann aber immer stärker in der Eigenaktivität entwickelt werden. Es kann sich schulen an solchen Gedankenformen, wie gute Philosophen oder eben auch Rudolf Steiner mit der Anthroposophie, die ganz stark über Gedankengestaltung wirkt. Da kann dieses plastische Denken erübt werden. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das üben kann. Und dann kann sich die Situation einstellen, dass diese Art des immer bildhaft werdenden Denken wie empfänglich wird für etwas. Und deswegen habe ich diesen oberen Kreis. Also jetzt beginnt sozusagen diese obere Kraft, die ich zunächst im normalen Tagbewusstsein gar nicht erleben kann, in diesen unteren Strom einzudringen. Und ich kann dieses Eindringen mit meinem empfindenden Gefühl mitverfolgen. Es ist wie ein Hörerlebnis. Es ist kein Hörerlebnis, also es ist kein Hören im äußeren Sinne, aber es hat die Qualität eines Hörerlebnisses und deswegen spricht man da auch von Inspiration. Also diese Art, dieses Denken, man kann es dann auch an plastisch-musikalisches Denken aus dem mittleren Bereich heraus, aus eigener Kraft zu entwickeln, das ist für Rudolf Steiner eine ganz zentrale Grundlage, wie man eben da überhaupt erst die hemmenden Kräfte im sozialen Leben überwinden kann und diesen unteren Bereich mehr und mehr durchlichten kann, sodass nicht an irgendwelchen Bildern unbewusst gebundener Wille wirksam wird, sondern ein freier Wille des Menschen erzeugt wird. Und jetzt möchte ich einen Schritt an einen ganz anderen Pol machen. Ich möchte jetzt gewissermaßen auf die volkswirtschaftliche Seite gucken. Und als Anknüpfungspunkt möchte ich einen Film nehmen. Ich habe vor einiger Zeit mit Freunden einen Film angeguckt, Ökonomia, von Carmen Lossmann, der sehr interessant ist. Ich habe hier ein Bild aus diesem Film kopiert, weil in diesem Film ist mir diese Frau aufgefallen, die da links sitzt. Semira Kenavi heißt sie. Die hat ausgesprochen kluge Fragen gestellt. Und ich habe da ein bisschen recherchiert, habe gesehen, das ist ja alles in Frankfurt. Ich bin auch in Frankfurt. Man müsste sich doch mal mit der treffen. Und dann habe ich gemerkt, oh, sie hat auch eine Webseite, Falschgeldsystem. Und hat mittlerweile Bücher veröffentlicht, 4 Bücher. Einmal das Manifest für das 22. Jahrhundert, dann eine Geschichte des Geldes, dann das kapitalistische Geldsystem und jetzt ganz vor kurzem ein Vorschlag für eine Geldreform. Also es ist eine ausgesprochen kluge Frau, es ist eine der klügsten Frauen auf ökonomischem Felde, die ich seit langem wahrgenommen habe. Und sie ist in der DDR aufgewachsen, schreibt das in ihrer Kurzbiografie, hat einen jüdischen Ururgroßvater, die Kaufleute waren, Juristen. Also ist ganz interessant, was sie so biografisch beschreibt. Und ich sag mal, wo sie am wenigsten was mit am Hut hat, ist eine spiritualisierte Volkswirtschaftslehre. Also sie ist eine Frau, die stark in diesem abbildenden Denken lebt. Aber das abbildende Denken muss besonders entwickelt werden. Es ist nicht, dass dieses abbildende Denken jetzt vernachlässigt werden muss. Und 1917 hat ja Rudolf Steiner von Seelenrätseln geschrieben, also da, wo er die Grundlagen für die Dreigliederung liegt, da gibt es einen Aufsatz Anthropologie und Anthroposophie. Und er beschreibt, dass Anthropologie, die sich auf die Sinneswahrnehmung gestützte, verstandesmäßige Verarbeitung der Welt, darauf beruht die Anthropologie. Und in einer gewissen Weise macht das Semira Kenavi in einer gut entwickelten und sehr ehrlichen Weise. Und die Anthroposophie kommt eben von der geistigen Seite. Und er sagt, wenn es gut geht, müssen die beiden sich an bestimmten Punkten treffen. Und ich meine, zeigen zu können, dass gerade das, was Semira Kenavi entwickelt, sich gerade mit dem trifft, was Rudolf Steiner entwickelt, auch wenn sie es nicht wahrhaben wollte. Ich habe mich mit ihr mal getroffen in Frankfurt, wir haben ein längeres Gespräch geführt, aber mit Rudolf Steiner wollte sie eher nicht gerne was zu tun haben. Das macht für mich nichts, ich kann das nachvollziehen.
Ihre Inhalte sind hochspannend. Also gerade was sie zum Geld entwickelt. Aber sie lebt eben ganz stark in diesem abbildenden Denken. Was sie aber gut charakterisiert, ist, wie das Geld, ich sag mal, vor allen Dingen in der Zeit zwischen dem, sag mal, 12. und 13. Jahrhundert bis in die heutige Zeit sich hinein entwickelt. Also was sie in der Geschichte des Geldes dann über die Frühzeit schreibt, das finde ich jetzt nicht ganz so berauschend, weil da trägt sie eigentlich das, was sie in dieser Zeit wahrgenommen hat, sehr stark darüber, und sie kann eigentlich mit magischen Ritualen der Vergangenheit recht wenig anfangen. Macht aber nichts, weil sie beobachtet Dinge, die heute Grundlage für eine vernünftige Volkswirtschaft werden, wie das Geld entsteht. Also sie hat auf der einen Seite, guckt sie sich sehr genau die Kaufleute an und beschreibt ein ganzes Kapitel in der Geschichte des Geldes über das Geld der Kaufleute. Und dem stellt sie gegenüber dann das Geld der Bankiers. Und dann spricht sie aber auch noch von dem Geld des Feudaladels. Also wir haben hier drei Formen des Geldes erstmal. Das Münzgeld des Feudaladels, das ist sozusagen erstmal im Mittelalter. Im Nahhandel arbeitet man damit. Dann das Geld der Kaufleute, das aus dem Wechsel entsteht. Und das Geld der Bankiers, das ab dem 19. Jahrhundert immer mehr dadurch entsteht, dass Geld aus dem Nichts, aber für nichts geschöpft wird. Und das ist eine gute Unterscheidung, die Samira Kinavi macht. Er sagt, ab einem bestimmten Zeitpunkt beginnt sich das Geld wie abzulösen vom Realprozess, und jetzt wird Geld geschöpft aus dem Nichts für nichts. Und da liegt das Problem. Während die Kaufleute, sie haben Geld aus dem Nichts für etwas geschöpft. Und daran knüpft nämlich dann auch ihr Reformvorschlag an. Sie haben Geld für die Warenbestände geschöpft, die sie eingekauft haben. Und deswegen war dieses Geld, was sie geschöpft haben, immer durch die Warenbestände, die sie erworben haben, damit auch gedeckt. Daran will sie anknüpfen. Während der Feudalhandel, der hat die Arbeiter in die Bergwerke geschickt. Und die mussten mit härtester Arbeit Gold oder Silber oder Kupfer aus diesen Minen schöpfen, die dann zu Geld geprägt werden, wodurch der Adel erstmal sehr große Einnahmen bekommen hat, weil er es in Umlauf gebracht hat. Aber das hatte gar keine Realdeckung. Und das hat sich auch gezeigt, gerade als die Spanier Südamerika ausgeplündert haben, das ganze Gold der Inkas nach Europa gebracht hat, hat es sofort eine Inflation gegeben, weil Metallwert ist nicht eine wirkliche Deckung des Geldes. Gut, also die Kaufleute haben mit dieser Geldschöpfung aus nichts für etwas, nämlich dass sie Wechsel im Fernhandel eingesetzt haben, um auf Münzgeld verzichten zu können, was auch leicht ausgeraubt werden können, haben sie also den Wechselkredit entwickelt. Sie geht sehr detailliert ein darauf, was für Probleme da entstehen können. Aber das löst eigentlich mehr und mehr das Münzgeld ab, und dann geht es über im 19. Jahrhundert immer stärker. Also man kann diese Entwicklung jetzt detailliert beschreiben, muss ich aber nicht. Jetzt wird plötzlich Geld nicht für Warenbestände geschöpft, sondern für Investitionskredite oder Hypothekenkredite, Konsumkredite. Oder ich habe darüber auch mal einen Aufsatz geschrieben, der hieß Arbeitsplätze auf Kredit. Also als Deutschland irrsinnige Leistungsbilanzüberschüsse in den letzten Jahrzehnten erzeugt hat, dann ist man ja immer mehr dazu übergegangen, dem Ausland Kredit zu geben, damit das Ausland in Deutschland Waren einkommen kann. Und da gab es dann zwischen den Gewerkschaften und dem Kapital oft ein großes Einverständnis. Natürlich sollten die Kredite gegeben werden, weil die Arbeitsplätze dadurch in den entsprechenden Branchen erhalten blieben. Aber diese Kredite wurden immer aus dem Nichts geschöpft und haben gewissermaßen ein Mehr an Geld erzeugt, was eigentlich den ganzen wirtschaftlichen Leistungsprozess chaotisiert hat. Und das beschreibt sie unglaublich gut, und es lohnt sich auch, diesen Film einfach mal anzukommen, wie sie oder auch Frau Lossmann diese ganzen Menschen im Finanzsektor regelrecht durcheinander bringt, weil man merkt, die arbeiten in den Prozessen, aber die verstehen das Gesamtsystem, in dem sie stehen, überhaupt nicht. Die allerwenigsten verstehen dieses System. Also,
Was sie aber weniger, also sie setzt sich schon für die Arbeiter ein, aber diesen Ansatz, wie die Natur bearbeitet wird, der ist nicht stark, also mal eben bei dem Münzgeld. Und natürlich, sie will, dass die Arbeiter wieder zu ihrem Recht kommen. Aber sehr stark ist diese Ebene, also ist es nicht qualitativ beschrieben. Und da unterscheidet sich von Steiner. Und ein anderer Element, die Unternehmerleistung, die sieht sie auch, und da grenzt sie sich scharf von Marx ab, der eben eigentlich den Unternehmer und seine Unternehmerleistung dem Kapitalisten zugerechnet hat. Also sie unterscheidet Geld und Kapital, ähnlich wie Marx, also dass Geld etwas ist, was den Leistungsaustausch ermöglicht und Kapital eigentlich aus den Überschüssen, was eingesammelt wird, entsteht. Und das kriegt eine andere Qualität. Aber jetzt sammelt man immer weniger Geld ein im Bankensektor, sondern schöpft das Geld. Und da entsteht das Problem. Also da entsteht was, was wie zerstörerisch wird. Und jetzt kann man diese Sache aber wiederum auch menschenkundlich angucken. Schaut man auf die Kaufleute, dann kann man auch, also das füge ich jetzt da mal hinzu, dann sieht man, seit alters her sind die Kaufleute eigentlich mit dem Sinneswahrnehmungspol verbunden. Also in älteren Zeiten war es ja noch viel mehr so, dass die überwiegende Menschheit lokal lebte und gar nicht viel auf Reisen waren, insbesondere die Arbeiter. Gereist sind die Großhandelskaufleute und sie haben gleichzeitig wahrgenommen, was an anderen Orten stattfindet. Also sie lebten in diesen Realprozessen und wenn es gut gelaufen ist, haben sie auch aus diesen Realprozessen dann Techniken entwickelt, wie man die richtig gestalten kann. Natürlich kam auch immer Gott Mammon ins Spiel. Also man hat dieses Ringen permanent. Aber die Realität hat noch korrigiert. Während die Bankiers, die ja dann eigentlich aus den Kaufleuten entstanden sind, da ist man in den Nervenpol, in den Erinnerungspol geht man rein und jetzt bewahrt man etwas, was am Sachprozess orientiert richtig war und verselbstständigt das. Also man bleibt in einer abgesonderten Sphäre. Und da entsteht das Problem. Und der Unternehmer steht eigentlich dazwischen. Und jetzt ist das Interessante, dass sie bestimmte Aspekte nicht erfasst. Also sie sieht, dass der Unternehmer eine Leistung erstellt. Aber die Qualität der Leistung, die Qualität der Wertbildung des Unternehmers im Gegensatz zu dem Arbeiter, der die Natur bearbeitet, das ist bei ihr eigentlich nicht stark thematisiert. Für Steiner ist das aber zentral. Und hier haben wir die beiden Kräfte. Wir haben nämlich die Bearbeitung der Natur. Das ist etwas, was eben die Grundlage bietet. Also diese Arbeit auf Natur erzeugt einen Wert. Ich nenne es mal jetzt Arbeit auf Naturwert. Jetzt kommt aber der Unternehmergeist und organisiert die Arbeit, gliedert sie, teilt sie auf. Es kommt also eine andere Kraft von oben nach unten. Das ist eine gliedernde Kraft. Und die erzeugt eben auch einen Wert. Und dieser Wert wird eben dadurch geschaffen, dass Arbeit an der Natur erspart wird. Es ist ein aus der Negation der Arbeit heraus geschaffener Wert. Und diese doppelte Wertlehre, die es eigentlich nur bei Rudolf Steiner gibt, hat sie nicht im Hintergrund. Und da entsteht dann auch nachher bei ihrem Reformvorschlag ein zentrales Problem. Sie guckt einfach auf den äußeren Wert der Warenbestände, und zwar auf den Wert der materiellen Warenbestände. Sie sagt, eigentlich darf Geld nur beim Einzelhandel entstehen. Und zwar in dem Maße, wie der Einzelhandel auf Kredit, der aus dem Nichts geschöpft werden kann, Warenbestände aufkauft, kommt Geld in den Umlauf. Und wenn der Einzelhandel dann seine Waren abverkauft, tilgt er diese Kredite und das Geld verschwindet wieder. Und ihre Idee ist, dass diese materiellen Warenbestände, die überall in den Lagern sind, letztendlich die Gelddeckung ausmachen. Dabei berücksichtigt sie aber nicht diesen Prozess, dass ja der menschliche Geist, der die Arbeit organisiert, im Laufe der Entwicklung den Anteil der materiellen Produktion immer weiter zurückgedrängt an der Wertbildung, immer mehr zurückgedrängt hat. Es arbeiten halt heute immer weniger in Sektoren, die lagerbare Waren hervorbringen.
dadurch würde sich ja die Geldmenge immer mehr einschränken, sagt die, nein, ich habe darüber auch mit ihr gesprochen, nein, die Dienstleistungen dürfen nicht rein. Aber die Dienstleistungen wachsen ja entsprechend. Also diese berücksichtigt sie nicht und das will sie über die Zirkulation des Geldes lösen. Also es ist sehr spannend. Ich will das nicht im Detail ausdrücken, da müsste man ein viel längeres Seminar drüber machen. Ich wollte nur, dass da bestimmte Elemente sind. Das, was bei Steiner eben wichtig ist, der Unternehmer, der seinen Geist anwendet auf die Arbeit, der schafft durch diese Arbeit Unternehmerkapital. Aber auch der Kaufmann oder die Kauffrau wendet Geist auf die Organisation des Handels an und schafft eben Handelskapital. Steiner fasst eben diesen mittleren Bereich, den stellt er ins Zentrum. Und Semira Kenavi stellt diesen Bereich, den ich jetzt blau markiert habe, ins Zentrum. Und dieser obere und untere Bereich, der fällt aus dem Blick gewissermaßen heraus. Und das fand ich auch interessant an einem anderen Phänomen. Also sie beschreibt durchaus, wie eben der Feudalhandel früher den Nahhandel beherrscht, die Kaufleute den Fernhandel beherrscht und da die Feudalherren eigentlich nicht mitbekommen sind, weil sie diese ganzen kaufmännischen Techniken nicht verstanden haben. Und insofern konnten die Kaufleute auch sehr schnell Techniken entwickeln, um dem Adel das Münzgeld, was er immer wieder neu erzeugt hat, letztendlich zu entziehen und sind auch immer reicher geworden. Also gibt es immer hin und her. Aber ab dem 17., 18. Jahrhundert werden eben die Fabrikanten sehr groß durch die Industrialisierung, vor allen Dingen in England, und beginnen eben die Produktion zu beherrschen. Es entsteht die Macht der Unternehmer bzw. die Macht der Fabrikanten. Und das ist sehr interessant. Diesen Punkt hat eben Steiner in seinen Betrachtungen mit drin. Da bezieht er sich oft auf Brooks Adams, der das genauso beschrieben hat. Der sagt nämlich, ab 1810 geht die Macht der Fabrikanten an die Macht der Bankiers über. Also die beherrschen die Geldschöpfung ab 1810. Das findet man bei Brooks Adams, aber Steiner hat es daher. Also da ist noch ein Zwischenschritt drin. Der ist nicht so stark beleuchtet, aber ich glaube, da könnte man mit dir darüber sprechen. Und jetzt entsteht eben Kapital, aber es entstehen Techniken, um diesem Kapital ewiges Leben zu verleihen. Und jetzt muss man die Qualitäten dieses Kapitals sehen. Jetzt entstehen nämlich Zerstörungskräfte, die immer mächtiger werden, die mit dem Gott Mammon zusammenhängen, der immer stärker angebetet wird. Und Semira Kenavi macht jetzt was, also in ihrer Reform, dass sie sagt, nein, wir müssen erstmal, und da finde ich wieder, kann man unglaublich gut nennen, wir müssen dieses Schöpfen des Geldes aus dem Nichts für Nichts unterbinden. Wir brauchen gewissermaßen Kapitalsammelstellen. Und diesen Gedanken finden Sie genau bei Steiner auch. Kapitalleihgeld muss eingesammelt werden. Es wird nicht geschöpft. Und sie sieht auch, dass man diese ganze Eigentumsrechte, diese Hypothekenkredite und so weiter, dass man da auch Reformen dran, dass da nicht Geld gebunden werden kann. All das, Steiner davon spricht, das Geld staut sich in die Natur. Ich möchte jetzt da noch eine Metamorphose ableiten dieser Gedanken. Wie kommt man von dem, was Kenavi beschreibt, zu dem Bild, was Rudolf Steiner im nationalökonomischen Kurs entwickelt? Und wie hängt das mit diesen Kräften zusammen? Also Steiner guckt eben auf die Arbeiter, die die Natur bearbeiten, und jetzt entwickelt er bestimmte Kategorien, also die Arbeit und die Natur. Also Arbeit, wenn ein Wert geschaffen wird, muss eine Leistung erbracht werden. Das hängt mit diesem unteren Strom zusammen. Arbeit wird auf Natur angewendet und dadurch entsteht diese Arbeit auf Naturwert. Dann habe ich eben schon gezeigt, es gibt eine Unternehmerleistung, die sieht Kenavi ja auch. Aber die Qualität ist, dass eben durch Geist auf Arbeit, Arbeit auf Natur wie zurückgedrängt wird. Seine Rückdrängung. Und daraus entsteht das Kapital. Also man kann das Kapital jetzt als Geist der Wirtschaft allgemein fassen. Und jetzt hat man die drei Ruhefaktoren, Natur, Arbeit und Kapital, die in einer Beziehung stehen. Steiner weist auf den Wechsel und sagt, guckt auf den Wechsel, studiert den, da muss man die Grundlage der Geldschöpfung sehen. Und eigentlich, er entwickelt aus dem Geld der Kaufleute, das mit dem Zahlungsverkehr zu tun hat, das Kaufgeld. Aber er basiert das Kaufgeld nicht auf Warenbestände, sondern auf Warenwerte. Und das erfordert eine komplexere Beobachtung des Wirtschaftskreislaufes.
Also die wahren Werte werden nämlich in diesen primären Prozessen entwickelt. Die Kaufleute zirkulieren die wahren Werte und schaffen dadurch, aber auch durch die Zirkulation, auch einen eigenen Wert. Also das Kaufgeld hat mit der Qualität des Zahlens zu tun. Also das kann man auch unter die ganze Kategorie Zahlungsverkehr schaffen. Aber das ist mit Zahlen gemeint. Also das Kaufgeld gehört jetzt eben hierhin in den Bereich des Zahlens. Und jetzt knüpft Steiner genau an der Stelle an, Kapital muss eingesammelt werden. Also der Unternehmer hat durch das Rückdrängen der Arbeit an der Natur oder auch der Kaufmann hat Handelskapital geschaffen durch seine geistigen Leistungen. Das sind geistige Leistungen. Aber es entstehen Überschüsse und diese Überschüsse können eingesammelt werden und jetzt für Investitionskredite bereitgestellt werden. Sie werden nicht geschöpft. Investitionskredite. Also das nennt er dann Leihen. Und jetzt muss man verstehen, dieses Leihen, und das ist jetzt wieder dieser menschenkundliche Begriff, ist ein Abbauprozess, ein Zerstörungsprozess. Aber genauso wie wir unsere Sinneswahrnehmung, unser waches Bewusstsein brauchen, wir auch unser abbildendes Denken brauchen, und das ein Zerstörungsprozess am Organismus ist, brauchen wir diese Zerstörungsprozesse im Wirtschaftsleben. Also es ist nicht deswegen negativ. Es muss nur ausgeglichen werden können, in ein Gleichgewicht gebracht. Wir müssen die Aufbauprozesse aufsuchen im Sozialen und verstehen lernen, dass wir sie adäquat daneben stellen können. Und da entwickelt er jetzt einen Gedanken eben des Schenkens. Und Schenken ist nicht das Private aus der Tasche ziehen von Geld, was natürlich immer gut ist. Also ich freue mich auch, wenn bei meinen Videos immer was zurückkommt, weil das ist natürlich unglaublich viel Arbeit mit verbunden und ich kann in Zukunft diese Arbeit weitermachen. Aber Schenken ist jetzt erstmal primär eine volkswirtschaftliche Kategorie, wie auch Leihen eine volkswirtschaftliche Kategorie ist in diesem Zusammenhang. Es geht hier um ein Gleichgewicht zwischen Leihen und Schenken in der Entwicklung der Branchen, also die verschiedenen Branchen müssen so entwickelt werden, und zwar jetzt auch die Branchen, wo Dienstleistungen entwickelt werden. Nehmen Sie den ganzen Bereich der Krankenpflege, Altenpflege, der Care-Berufe, die vollkommen unterbezahlt sind. Eigentlich müssen die viel besser bezahlt werden. Sie erstellen Leistungen, ganz wichtige Leistungen. Und diese immer mehr Menschen, die wir da beschäftigen können, das liegt darin, dass wir auf der anderen Seite die Arbeit auf Natur zurückgedrängt haben. Also es hängt alles miteinander zusammen. Aber auf der anderen Seite müssen auch immer mehr freie geistige Leistungen entstehen. Und auch da muss Geld hinfließen. Also es muss ein Geistesleben aber auch erzeugt werden, das in sich eine Aufbaukraft hat. Und das ist vielleicht das große Problem, dass wir heute ein Geistesleben entwickeln, was einseitig in dem abbildenden Denken lebt und deswegen selber nur den Abbauprozess betont und eben diesen anderen Pol noch nicht entwickeln kann, weil gewissermaßen im mittleren Bereich dieses Geisteskind nicht geboren wird. Aber erst durch diesen mittleren Bereich können die Kräfte aktiviert werden, die uns überhaupt ermöglichen, Kapital so zu lenken, dass es nicht von Zentralstellen, dass irgendwelche Verfüger da sind, die alles wissen, wo Kapital hinkommt, sondern dass überall in der Peripherie Organe entstehen, wo die Menschen lernen zu spüren, wo Kapital richtig verwertet werden kann. Im Aufbau von Produktion, Veränderung von Produktion durch Laien oder durch das Freilassen von Kapital, durch das, dass man sagt, wir können nicht immer neues Kapital erzeugen durch diese Abbauprozesse, wir können dem Kapital nicht ewiges Leben verlaufen, wir müssen es sinnvoll entwerten und das geht im Geistesleben. Aber da muss das Geistesleben auch eine Saugwirkung entwickeln, entfalten. Es muss gewissermaßen dieses Kapital anziehen, indem es diese neue Qualität immer stärker macht. Und in dem Maße, wie diese Qualität stärker gemacht wird, da können die hemmenden Kräfte überwinden werden. Also der Unternehmer ist durchaus halbfreies Geistesleben, aber es muss immer mehr ein Gleichgewicht zwischen dem freien Geistesarbeitern und den in materiellen Produktionen gebundenen geistigen Arbeiten hergestellt werden.
Und das geht eben nur, und deswegen möchte ich am Schluss diese Mitte entstellen, die ist, dass dieses Geisteskind wirklich in jeder einzelnen Seele geboren wird. Steiner geht eben davon aus, also er geht da immer auf diese urchristlichen Motive zurück, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, werde ich unter ihnen sein. Was heißt das in meinem Namen? Ich interpretiere das so, dass Menschen dann in seinem Namen zusammenkommen, wenn sie keimhaft in sich, in diesem mittleren, im Gefühlsbereich, dieses Geisteskind zur Geburt gebracht haben. Erst dann kann man in seinem Namen zusammenkommen. Wenn nämlich die Menschen, die nur im Abbildenden denken, zusammenkommen und dann diskutieren, dann entsteht gar keine Gemeinschaft. Das kann man ganz oft bei Dreigliedern erleben. Da wird immer nur theoretisiert. Und wie kann man daraus Modelle entwickeln und wie kann man das umsetzen? Aber dann ist es wie in den Kernpunkten der sozialen Frage, in der Vorrede, wo Steiner gleich am Anfang sagt, unsere Zeit ist nicht eine solche, dass man sagen kann, hier steht einer, der weiß, wo es lang geht, dem wollen wir nun folgen. Weil das ist wieder altes Bewusstsein. Sondern es entsteht eine Qualität, wo Menschen lernen, den mittleren Raum zu entwickeln, das Geisteskind zur Geburt bringen und sich jetzt zu begegnen. Umso mehr Menschen in dieser Qualität zusammenkommen, umso stärker wird eine geistige Kraft, die die hemmenden Kräfte zurückdrängen kann. Insofern kommt es im Geistesleben nicht auf die große Masse an, sondern auf eine bestimmte Anzahl von Menschen, die diese Qualität entwickelt und auf Grundlage dieser Qualität in eine Zusammenarbeit reinkommen. Und das strahlt aus, dass eben Vertrauen entsteht, auch in Kapitalverwaltungsprozesse, während man heute eigentlich bei Kapitalverwaltung BlackRock oder solche Institutionen direkt im Gefühl hat, die man den Eindruck hat, die Dinge in den Abgrund hineintreiben. Also diese Qualität brauchen wir, wenn wir eine spiritualisierte Volkswirtschaft entwickeln wollen. Soweit mein Beitrag.